Herzlich willkommen zum nächsten Video im Lernzyklus zum Arbeitsblatt Winkelfunktionen am Einheitskreis. In diesem Video werden wir noch einmal die Definitionen der Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck wiederholen. Außerdem kannst du nach diesem Video den Tangens durch den Sinus und den Cosinus ausdrücken, erklären, warum das Quadrat des Sinus und das Quadrat des Cosinus zusammengerechnet immer 1 ergeben und den Cosinus durch den Sinus ausdrücken. Wir schauen uns in diesem Video folgendes Kasterl an. Am besten hast du das Arbeitsblatt wieder vor dir liegen, sodass du mitschreiben kannst und mitrechnen kannst. Wir brauchen folgendes Vorwissen aus dem letzten Video. In einem rechtwinkligen Dreieck ist der Sinus von einem Winkel das Verhältnis der Gegenkathete durch die Hypotenuse. Der Cosinus von diesem Winkel ist das Verhältnis von der Ankathete geteilt durch die Hypotenuse und der Tangens ist die Gegenkathete geteilt durch die Ankathete. Das sind einfach die Definitionen der Winkelfunktionen im rechtwinkligen Dreieck. Verwende nun diese Definitionen, um die erste Formel zu beweisen. Wie immer hast du 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren, damit du die Sachen schön sauberlich aufschreiben kannst und eventuell nochmal nachschlagen und durchüberlegen kannst, wenn du mehr Zeit benötigst. Na gut, schauen wir uns das gemeinsam an. Als erstes setze ich einfach in diese beiden Definitionen ein. Das heißt, ich habe hier der Sinus, ist ja hier, die Gegenkathete durch die Hypotenuse und der Cosinus, steht unten im Bruchstrich, ist die Ankathete durch die Hypotenuse. Jetzt haben wir hier einen Doppelbruch und den können wir, wie wir wollen, entweder durch außen mal außen geteilt durch innen mal innen oder einfach durch Multiplikation mit dem Grenzwert auflösen. Das schaut dann so aus. Und wir sehen da schon, die beiden H's können wir ganz einfach wegkürzen. Kick und kick. Und überbleibt dann G durch A. Und wenn wir wieder unten in die Definition schauen, dann sehen wir, dass G geteilt durch A genau die Definition vom Tangens ist. Versuch nun, die anderen beiden Formeln zu beweisen. Wie immer hast du 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren. So. Wieder setzen wir in die Definition vom Sinus und vom Cosinus ein. Das Quadrat heißt dabei, dass sowohl der Nenner als auch der Zähler quadriert werden. Das schaut uns so aus. Wir können das auf einen großen Bruchstrich schreiben, weil die beiden Nenner gleich sind. Da steht dann g² plus a² geteilt durch h². Jetzt schauen wir uns einmal an, was g und a und h eigentlich ist. Denn wir sind ja im rechtwinkligen Dreieck. Und wenn das hier Alpha ist, dann ist g, das hier, die Gegenkathete zu Alpha. Und a ist die Ankathete an Alpha und h ist die Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck hier. Der Satz von Pythagoras sagt jetzt, dass a² plus g² gleich h² ist. Das heißt, wir können das einfach einsetzen. Jetzt haben wir h² geteilt durch h² und egal was wir für h einsetzen, da wird immer 1 herauskommen. Somit haben wir auch diese Formel gezeigt. Für die letzte Formel schauen wir uns noch einmal das Dreieck an. Einem Winkel haben wir noch keinen Namen gegeben. Nennen wir ihn einmal Beta. Und die erste Beobachtung, die wir machen, ist, dass Beta gleich 90 Grad minus Alpha ist. Die Winkelsumme in einem Dreieck ist ja 180 Grad. Ein rechter Winkel hat 90 Grad, das heißt Alpha und Beta zusammen müssen auch 90 Grad ergeben. Außerdem ist der Cosinus von Beta ja die Ankathete zu Beta geteilt durch die Hypotenuse. Achtung! Die Ankathete zu Beta ist jetzt das G, denn die Seite G liegt an Beta an. Die Hypotenuse bleibt die Hypotenuse, das ist dieselbe für alle Winkel. Wenn wir uns aber G durch H anschauen, das wäre ja genau die Definition vom Sinus, das heißt, und zwar vom Sinus von Alpha. Das heißt, wir sehen hier, Cosinus Beta ist gleich Sinus von Alpha. Und Beta war ja genau 90 minus Alpha. Also durch diese Formel gezeigt. Zu guter Letzt wollen wir diese Formeln überprüfen.
Daher der Arbeitsauftrag: Überprüf diese Formeln mit dem Taschenrechner für einen beliebigen Winkel. Ich werde den Winkel 30 Grad verwenden, aber du kannst jeden beliebigen Winkel verwenden zwischen 0 und 90 Grad. Wieder 3 Sekunden Zeit zum Pausieren. So. Im ersten Beispiel haben wir Sinus von 30 Grad geteilt durch Cosinus von 30 Grad. Wenn ich das in meinen Taschenrechner eingebe, dann habe ich 0,5 geteilt durch 0,866 und so weiter. Eine lange Dezimalzahl. Und wenn ich das ausrechne, dann kommt mir 0,577 raus. Wenn ich gleich direkt in meinem Taschenrechner den Tangens von 30 Grad eingebe, dann kommt mir ebenso diese Zahl hinaus. Das heißt, wir sehen, die sind einfach gleich. Das heißt, die erste Formel ist erfolgreich überprüft. In der zweiten Formel setzen wir wieder für Alpha 30 Grad ein. Wir erhalten dann Sinus Quadrat von 30 Grad plus Cosinus Quadrat von 30 Grad. Sinus von 30 war 0,5, das heißt, wir haben dann 0,5 Quadrat plus Cosinus von 30 Grad waren diese 0,866 irgendwas. Das heißt, es steht dann 0,5 Quadrat plus 0,866 Quadrat. Das ergibt dann 0,25 plus 0,75 und das ist genau 1. Das heißt, auch für diesen Winkel ist diese Formel überprüft. Auch in der dritten Formel setzen wir für Alpha 30 Grad ein. Wir erhalten dann also Cosinus von 90 minus 30 Grad, also insgesamt ein Cosinus von 60 Grad, und das sind 0,5, wie ihr leicht mit eurem Taschenrechner überprüfen könnt. Den Sinus von 30 Grad haben wir ja schon ausgerechnet, das waren ebenfalls 0,5. Das heißt, auch hier stimmt die dritte Formel.